User disconnected. Am Schluss sind wir alle da. Ey Leute, das ist jetzt nicht wahr. Ich bin wirklich in einer Instanz gelandet, wo ich euch alle gesehen habe, gell? In dem Moment, wo ich aufsetze, flieg ich raus. Oh, Leute. Ja, die Welt ist schlecht. Die Korvette ist ein bisschen nah an Anacondas, das wird nichts. Geht schon. Und das ruckelt hier alles. Geil. Ja, danke. Bitte. Wunderbar. Na, dann haben wir ja wieder alle, oder? Alles ein schwarzer Ast verschwunden. Jesse macht Turnübungen. Das war ich. Ich bin gelandet und in dem Moment, wirklich in dem Moment, zack, komplett raus. Fehlerbericht nicht senden, weil das bringt eh nichts. An sich halte ich mich für geduldig, Mensch, aber momentan bin ich etwas genervt. Warte, bitte, Ringel. Ja, das ist in dem Zusammenhang überhaupt noch nicht spielbar, das Spiel. Also, wenn ein paar Leute zusammenkommen. Wie viele Lichtjahre wollen wir fliegen, um uns wieder zu treffen? Erstmal 900. Hallo, das kann nichts werden. Hallo. 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 Wer ist denn da eigentlich vorhin unter meiner Cobra explodiert? Hey, momentan. Ach, du warst das. Ist klar. Ich hab voll den Absprungweg verfehlt, bin voll unter deine Cobra gegangen. Das war lustig. Ich wäre es auch mal ein paar schiefe. Ich hab's auch im Video. Gegen Cobra fahren ist nicht toll. So, wie war das jetzt eigentlich mit dem versprochenen Polonium? Wo ist? Habt ihr noch keins gefunden? Wir haben ja noch gar nicht immer Polonium orientiert. Wir haben alle erstmal versucht, irgendwie hierher zu kommen. Also. Kleine Ahnung, ich habe vorhin einen Dreier hier. Wie heißt diese Chromanit oder Chromit oder keine Ahnung, diese Steine zerschossen, da kam nichts dabei raus. Nichts. Was? Ja. Ich hatte immerhin zwei Schwefel. Nichts. Habe ich noch nie gehabt. Diesmal schon. Da sitzt ja schon wieder einer auf der Anaconda hier. Welche von den vielen? Bin mal kurz auf, weil... Ach doch, es bewegt sich was. Wie eine Einladung an Edda O'Brien, bitte. Unladend. Oh, ist er nicht. Da ist er ja. Ist raus. Ja. Hier gibt's viele Steine. Viele große Steine. Große Steine. Gibt auf diesem Mond auch viel Wasser. Ich zitiere jetzt nicht einen Film, der mir jetzt dazu einfällt. Wow. König Spitze Steine? Nein. Dieser Film dreht sich um andere Sachen, aber könnte man darauf jetzt umsichten. Was soll diese bescheuerte Station hier eigentlich? Wofür ist die da? Zum Abschied. Zum Ausbeuten. Man kann Daten scannen und so. Datenbackups greifen. Ja, stimmt. Das ist. Ich trau mich nicht dahin zu fahren, weil ich dann vielleicht aus der Instanz fliege. Dafür ist dir eigentlich zu nah. Ich probier's mal. Na gut. Ist nee, da kannst du ohne Probleme hin. Das ist kein Sperrgebiet oder so. Das ist ja mal eine stylische Treppe da bei der Cutter. Ja. Gut. So Leute, meine Uhr sagt mir, ich muss ins Bett. Ich wünsche euch noch was. Gute Nächte, bis 8. Ja, bis zur nächsten Station, also in 900 Lichtjahren. Bis morgen, ciao.
Wie funktioniert das jetzt mit den Papern? Tschö. Hui, bumm. Hui. Du markierst das jetzt mit dem. Markierst den und scannst den mit deiner. Mit deinem Geschützturm. Markieren. Muss ich in den Geschützturm erstmal gehen, ne? Genau. Gut. Wenn die Taste funktionieren bin würde. Bin ich für irgendjemanden. Ich werd wahnsinnig. Geht doch. Warning, ship under attack. Jetzt könnte es nur sein, dass du es nicht mehr kannst, weil ich das Ding schon gescannt habe. Ja, aber ich kann es noch nicht mal... Gucken, wie lange ich mich hier halten kann. Kannst noch nicht mal ins Ziel nehmen, das finde ich nicht nett. So, manuell geht ja fast alles. Hast du... Schau doch mal in deine Waffengruppen. Ja, den Data Link Scanner habe ich belegt. Okay. Funktioniert aber trotzdem nicht. Ciao. Ja, jetzt ist der Daten. Also bei mir ist der Datenpunkt jetzt inaktiv. Ist er bei dir noch aktiv? Wo sehe ich das? Steht da drunter. Ja, steht eigentlich. Aktiv. Steht aktiv da. Okay. Aber es passiert nicht. Aber bei mir steht gerade Daten. Versuch mal die Maustaste. Das heißt, irgendjemand greift schon drauf zu. Ich komme aber, auch nicht in den Turm. Was mich etwas irritiert. Weil ich bin mir sicher, dass. Die zweite Maustaste. Wollte ich nochmal einen Schüttern bestimmen. Die rechte Maustaste. Nein. Auch nicht. Nope. Hat bei mir ab und zu geholfen. Das ist Limbo. Keine der Maustasten mag. Ich gehe mal kurz in die Bedienung, in die Option. So, der Rabbitauer ist auch wieder rausgeflogen. Und ich gebe es jetzt auch auf, ich muss ja morgen auch früh raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, gut, ja, kann es sein, dass ich der Einzige bin, der keine Probleme hatte? Ciao. Nee, ich auch nicht. Ich hatte immer das Glück. Und Jimbo hatte auch Glück. Was ist denn eigentlich mit Harry? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, jetzt ist er auch weg. Nee, ich meine den anderen, Lago. Achso. Also es gibt ja auch noch zweite Instanzen mit 6 bis 7 Spielern. Achso, ja. Ist der, der das Sonnenrauschen so immer dabei hat. Einen hab ich runterschubsen. Vor allem schaffe ich schon den 45 Grad Winkel landen und schmeiß mich trotzdem runter. Wo versteckt sich denn das Turm aus- und einfahren? Unter welchem Punkt? Die haben ja das ja völlig umgebaut. Gute Frage. Gell? Also Tectum, das war gerade eine stylische Drehung. Ah, Toggle SRV Turret. Okay, aber ich bin mir sicher, dass das die richtige Taste ist, die ich hier habe. Mal gucken. Wieso funktioniert das? Hallo? Moment. Okay. Dann hat irgendwas meine Controls verhauen. Meine auch, bist nicht der Einzige. War bestimmt auch Windows 10. Genau. Nee, ich habe nur renoviert und den Rechner komplett abgebaut und wieder neu aufgebaut und irgendwie funktioniert ja gar nichts mehr so richtig. Hm. Windows 10 ist nicht für alles schuld. Nein. Nein, wir legen es aber mal fest. Und eindeutig. Als zweite Option Frontier Development. Wir müssen es jetzt eigentlich aus der Höhe aussehen mit diesen ganzen Reifenspuren quer rechts und links da. Oder sind auch wieder ein Teil von den früheren weggegangen? Ey, verschwinden. Ja.
Ich hätte mal eine Frage, gibt es Leute vom EES bei euch? Ja, ich habe mich da nämlich schon beworben und offiziell bin ich auch schon Mitglied, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, mich mit Chewbacca dann irgendwie mal auseinanderzusetzen. Da würden wir da mal gemeinsam was organisieren. Können wir machen, wäre geil. Ist ja mehr ein Roleplay als alles andere, ne? Ja, klar, dabei sein. Und wenn mal wieder ein Explorer nach Hause kommt. Ja, das kenne ich auch. Noch... Ich weiß meine Pflichten, aber mir geht es um das Training, die Absprache, ja. Mit wem ja. Gehen wir. Hey, ich möchte nicht versehentlich durch Unwissenheit zum Beispiel versehentlich einen Explorer treffen oder so, weil ich eine falsche Zielerfassung nehme oder so, ne? Ja. Und das finde ich sollte können wir gerne demnächst mal wieder machen. Wann machen wir das? Demnächst. Wir haben jetzt erstmal geguckt, dass wir unsere Station mal übernehmen. Jetzt haben wir ja gerade. Ja, das ist Powerplay, ne? Hey, es hat funktioniert. Wer sagt's denn? So, Datalink abgegriffen, gut. Okay, bist wer du bist du? Kannst du mir mal eine Freundschaft schicken oder so, dass wir wenigstens in Kontakt bleiben? Weil ja, kann ich machen. Heißt du genauso wie MTS hier? Ja, ganz genau. Johnny MacGyver, UGC. Mhm. Ich den Stummbach. Was macht ihr beiden da eigentlich unten gerade? Irgendjemand hat mich schon wieder umgeschubst, während ich auf dem Desktop war. Und ich habe keine Schubkrise. Ja, ich bin in der Nähe eines Schiffes, da gehen auch keine Schubkrise. Kriegst du aber nur im Low Gravity hin, was du da machst mit deinem UV. Daniel, bitte schön, Plexum. Wieso funktionieren denn meine Schubdüsen jetzt nicht mehr? Weil du zu nah an den Schiffen bist. Eigentlich nicht. Neben mir hüpft jemand. Darf man, ja, ist das jetzt da die noch? Art, wie kleine SRVs gemacht werden? Genau. Bock. Das war Jimbo. Ah, dankeschön. Ich stehe wieder. Gern geschehen. Aha, hier flackert wieder alles. Gut, dass ich schon zweimal repariert habe. So. Welche Anaconda darf ich denn jetzt klauen, ne? Nimm am besten die auf der Diamondback Explorer steht. Seid ihr schon auf dem Planeten? Ja. Ein Teil ist schon wieder gegangen. Oder gegangen es worden. Gibt aber auch zwei Instanzen irgendwie immer noch. Cool. Ja, oh, okay. Also ist die Steffi, ist der hier in der Instanz? Also nicht bei mir in der Instanz, den sehe ich nicht. Den sehe ich nur beim Alexander auf dem Monitor. Also beim Planeten. Aber das Witzige ist, dass du in der gleichen Instanz bist wie ich. Boah, was ist das für ein Richtig, Jesse sehe ich wohl. Ja. Ja, eine Asp auf Speed oder was? Ja, jetzt waren wir einmal getitscht. Oh, Johnny, ich hab dir gerade eine geschickt, zu dir ankommen. Oh, wo wir denken. Ah! Achso, wo zockt ihr dann? Jimbo oder in irgendeiner Gruppe? Elite-Gruppe. Genau. Alles klar. Alles ist das neu, früher war das im Open, oder? Der EES, ja. Was denn? Ich meine, das EES ist normal im Open, oder habt ihr das auch in einer Gruppe verlegt? Nö, das machen wir meistens auch in der Gruppe. Wenn da einer nach Hause kommen will. Und das Training, mal gucken, machen wir vielleicht auch mal im Open irgendwann. Unter Real-Bedingungen, ne? Ich hab das sowieso. Ich möchte auch mal ein Bösewicht spielen. Oder den Explorer. Kann man ja viel ausprobieren. Denn da. Ei. Wir ein paar Tiefflugmanöver machen. Hui.
müsste auch so eine Bodenstation noch Raumschiffe kaufen. Muss ich ein paar Sidereien das zusammenschustert. Die Flug. Ich würde jetzt mit der Hammer nicht unbedingt solche Flug mal wieder überkommen. Ist ja geil. Könnte teuer werden. Rückwärts geflogen. Na, so viel Gehirn mehr nicht. Das kann ich ja einen von den SRVs mitnehmen. Mehr oder weniger, Sange? Ja. Weniger, viel, viel weniger. Ah, alles klar. Ah, knapp dran vorbei. Irgendwie kann ich nicht mehr hüpfen. Wenn du zu gerade am Schiff bist, kannst du. Ja, aber ich fahre ja gerade ein Stück weg. Dann bist du wahrscheinlich bei einem imaginären Schiff, das quasi nicht zu sehen ist, aber theoretisch in der Instanz ist. Solche Sachen gibt's also auch, okay. Ja, ich sehe ganz viel, also auf meinem Radar sehe ich ganz viele Schiffe, die nicht sichtbar sind. Also. Ja, ja. Okay, das mag natürlich sein. Aber wer stellt sich denn jetzt in mich? Ja, das ist wieder mein Glück, wie die Zufriedene schnippelt. Oh, das war knapp. Yay! Welches SRV hab ich da getroffen? Meins auf 35%. So, Lux, komm, nochmal, ich hab dich auf dem Schirm. So, ja, Vollgas. Timbo, was fliegst du? Wieso könnt ihr hüpfen und ich nicht? Das ist unfair. Ich stehe auf der Karte. Hast du Energie auf Dings, auf die Engine? Ich stehe schon mal bei der Karte. Du hast recht, du sonst hast recht. Du noch. Ich hab das vorhin auf die Schilde. Danke. Okay. Das war's. Halt mal die Karte ruhig. Ja, das ist ja furchtbar. Voll, ich pack gerade in die Karte rein. Da wird's einem ja. Seekrank. Der kann ich nicht ruhig halten, der Katapult. Warning! Extreme Heat! Vor allem, wieso zum Kuckuck habe ich jetzt noch meine Turbine und alles. Nein! Was machst du denn da? Das möchte ich auch mal wissen. Ich hab vor mir ein Mobile aus lauter. Ich brauche einen zweiten Anlauf. Ich hoffe, das nimmt wirklich jemand auf. Ich auch. Geht ihr da oben, Leute? Ja, scheinbar. Das Schiff unten drunter sehe ich nicht. Die Karte ist unheimlich unruhig. Hey, okay, jetzt schmeißt er unsere Hetzerhort nach oben. Jetzt bockt sie auch noch. Ah, ich fall runter. Ist Ordnung, bum. Ah, jetzt hat er mich runtergeschmissen. Oh, Junge, ich war gerade hier angekommen mit meiner Anaconda. Jetzt bin ich wieder weg. Aber ich kann dich beruhigen, ich hab's auf Video. Ich sehe gerade einen Reifen vorbeirollen. Ja, die Karte hat mich erledigt. Die hat mich von dem Rücken geschmissen. So war's. Da zieh ich jetzt nochmal drunter her. Unter die Karte. Unter die Karte. Nabend, hört ihr mich? Nabend. Ja. Hallo, ja. Bin ich wieder 395 Kilometer vor. Wo seid ihr denn? Okay, jetzt krieg ich langsam Angst. Toluku A, B, 4 A. A. Wie hoch kommst du denn mit der Karte, bevor wir runterfallen? Runtergefallen worden. Gehörten die Karte eigentlich? Engage. John, are you sitting on the Anaconda? Oh, no, I'm just
tweaking some pictures for everyone. Ah, okay. So, Leute. Ich werde mich langsam hier aber rausbilden. Ja, ich bin auch drauf. 190 Meter, yay. Yeah. Und jetzt die Cutter Full Speed mit der Nase in den Boden. Einmal boosten, bitte. Wie lange das dauert, bis ich wieder verlege. Ich glaube schon. Yay, yeah. Nur 7%. Irgendwann stelle ich der Cutter noch zu meiner SRVs in Richtung. Habe ich keine Cutter mehr unter mir. Ich stehe jetzt in der Luft. 70 Meter. Das hatte ich bei Jesse auch eben. Das sieht gut aus. Denkt man da einfach. Von hier oben kann man geile Übersichtsvideos machen. Das ist cool. Hurra, ich sehe euch mal wieder nicht. Oh oh. Ich würde hier auch gern hochspringen. Ich sehe da oben nur kein Schiff. Einfach da hinspringen, wo die SAWs sind in der Luft stehen. Ja, ich kann höchstens mal, genau, da hüpfe ich mal hin. Ja, ich verabschiede mich aus der Runde hier. Ich wünsche euch erstmal noch einen guten Tag. Jetzt 4? Jo, ja, 5. Vor mich, ja. Vor mich. Ja, schau gut aus, schau gut aus. Jawohl. Oh, boom, da voll. Autsch. Ey, ich kann auf kein Schiff hüpfen, was ich nicht sehe. Fall da durch. Ah. Schade. Aber du preist. Aber es sind immerhin schon 6 SRVs oben. Oh Mann. Ach ja, irgendwann werde ich so länger auch mal fliegen. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Aber sehr unruhig da, was er da macht. Was war das denn für ein Stunt? Beinahe, er rutscht runter. Seht ihr euch noch in einer Instanz? Ja, also bei jetzt mir kippt der alle ab. Bei mir ist jetzt sehr viel weg, obwohl ich nicht zwischendurch aus war. Ja, ich bin sozusagen in den Orbit katapultiert worden. Yay, ich sitze auf eins von den Triebwerken. Ah, jawoll. Noch 27%, ich glaube, ich lasse es. Da muss ich doch mal einen anderen Blick nehmen. Hoffentlich bleibe ich da drauf. Ja, so, mal gucken, ob ich die richtige Anna finde. Ja, komm. Juhu! Veronikeks! Oh nein! Er schmeißt mich! So, Bild vom Sturz. Au! Ich muss mal reparieren. Das hat weh getan. So, Kera steht wieder. Wunderbar. Das war ja mal eine richtig sanfte Landung, nur 2%. So, Sigma geht auf für heute. Wir sehen uns am Freitag. Tschüss. Ciao. 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 Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Servus. User disconnected from your channel.
gekommen. Oh. Ich hab deinen Lack kaputt gemacht. Und wie hoch kann er jetzt mit den SRVs da drauf steigen? Ich habe so eine Anaconda jetzt bis auf ab 2 Kilometer geschafft. Das SRV ziemlich viel Schaden verursacht. Mhm. Ziemlich viel oder? Hä? Ja, die Räder des Todes. Aber hat jemand schon mal probiert eigentlich, wenn so ein SRV aus 1,5 Kilometer runterfällt, zu landen? Ja, das geht. Das, ja, das gab schon, da gab es sogar so Rekordversuche dazu. Da fliegt wieder einer. So, hast mich abgeworfen jetzt. Ja, da gibt's so, gab es so einen Planeten mit einem Riesenkrater, der war 10 Kilometer tief. Ach, und das warst du? Ne, leider nicht. Als ich dort war, wurde der schon resettet und in so eine Hulde verwandt. Ich bin mein okay, Vater mit 16 Kilometern. Ich glaube, ich verabschiede mich auch mal so langsam. Ja, aber ich sehe dich auch gar nicht mehr. Ich bin gerade ins Raumschiff zurück, weil ich reparieren musste. Nee, ich sehe.